Dies ist ein weiteres Video zum Thema Prozentrechnung. Und zwar geht es diesmal nun endlich ums Rechnen. Wie rechne ich denn nämlich Prozente mit dem Dreisatz aus? Ich denke, das ist die einfachste Methode. Man kann sich auch die einschlägigen Formeln dazu merken. Die vergisst man in der Regel jedoch sehr schnell wieder. Deswegen denke ich, auf lange Sicht gesehen ist es einfacher, das mit dem Dreisatz zu machen, um es dann auch zu beliebiger Zeit später wieder anwenden zu können. Um dieses Video zu verstehen, solltet ihr auf jeden Fall wissen, wie man mit dem Dreisatz rechnet. Falls dem nicht so ist, dann bitte das separate Video zum Dreisatz dazu schauen. Und ich setze eigentlich voraus, dass ihr die drei wichtigen Größen der Prozentrechnung kennt. Also den Prozentwert, der wird in der Regel mit einem großen W abgekürzt, den Grundwert, groß G, und den Prozentsatz, kleines p, manchmal auch ein großes p. Nochmal kurz zur Übersetzung. Der Prozentwert ist das Teil vom Ganzen. Also wenn ich jetzt hier einen ganzen Kuchen betrachte und schneide da ein Stückchen raus, dann wäre dieses eine Stückchen hier der Prozentwert. Oder wenn ich hier ein Gefäß Mumeln habe und ich nehme ein paar Mumeln raus, dann sind diese paar Mumeln als Teil vom Ganzen der Prozentwert. Wenn ich den Prozentwert jetzt nicht als Teil vom Ganzen betrachte, sondern als Prozentsatz, hier in Prozent angegeben, dann habe ich die Größe Prozentsatz angegeben. Und das Ganze insgesamt alles zusammen ist halt der Grundwert. Und der Grundwert entspricht immer 100%. Das solltet ihr euch auch merken. Gut, ich werde versuchen, da die Rechnung zur Prozentrechnung zu vergleichen, wie das mit dem normalen Dreisatz geht. So, ich habe das hier jetzt mal gegenübergestellt. Hier gibt es gleich eine normale Aufgabe zum Dreisatz und hier dann eine Aufgabe zur Prozentrechnung und dann könnt ihr sehen, dass da im Prinzip nicht viele Neues dazukommt. Wichtig zu merken vorweg, das ist allerdings, sollte das schon zum Dreisatz bekannt sein, wenn ich mit dem Dreisatz rechnen will, brauche ich drei Werte und den vierten Wert kann ich mir eben über den Dreisatz berechnen. Bei der Prozentrechnung brauche ich nur zwei Werte. Denn der dritte Wert, den ich brauche, um dann mit dem Dreisatz berechnen zu können, sind die 100%, welche dem Grundwert entsprechen. Und das ist dann immer mein dritter Wert. Das heißt, ich brauche von P, W und G, also Prozentwert, Grundwert und Prozentsatz, jeweils nur zwei Werte gegeben im Text und kann mir dann den dritten ausrechnen. Am besten, denke ich, wird das klar an einem Beispiel. Ich habe hier ein kleines Beispiel vorbereitet. Also, Fritz hat 5 Zuckerstangen beim Kiosk gekauft und dafür 30 Cent bezahlt. Jetzt möchte er 20 Zuckerstangen kaufen und fragt sich, was er dafür zahlen muss. Zunächst als Problemlösestrategie immer eine kleine Skizze machen. Also Fritzchen hat hier 5 Zuckerstangen und die kosten 30 Cent. Und jetzt möchte er 20 Zuckerstangen kaufen und fragt sich, wie viel Cent die denn wohl kosten. Das kann ich mit dem Dreisatz eben schön aufstellen, indem ich die zwei Werte, die zusammenpassen, gegenüberstellen. Und die zwei Werte, die zusammenpassen, die sehe ich hier direkt. Ich habe also 5 Zuckerstangen und die entsprechen diesen 30 Cent. Und ich kann mein Ziel schon aufschreiben. Ich möchte nämlich auf 20 Zuckerstangen hochrechnen, da ich hier an dieser Seite die Zuckerstangen stehen habe. Muss ich hier auch mein Ziel eintragen, weil es auch Zuckerstangen sind, also 20 Zuckerstangen. Und was ich ausrechnen will, sind jetzt hier die Cent dazu. Da muss ich also hin. Jetzt ist die Frage, ich rechne hier mal noch nicht weiter, sondern mal gucken, wie das jetzt hier bei der Prozentrechnung aussieht. Ich habe auch hier ein Beispiel mit Zuckerstangen gewählt. Allerdings habe ich jetzt ein Paket Zuckerstangen und das enthält insgesamt 150 Stück. Und ich möchte wissen, wie viel Prozent jetzt 5 Stück davon sind. Das heißt, ich sehe am Text schon, ich habe nur zwei Werte gegeben. Ich habe also insgesamt ein riesiges Paket hier mit Zuckerstangen. Da sind 150 Stück drin. Und ich möchte jetzt das, und das hier ist im Prinzip alles zusammen. Und meine dritte Größe sind nämlich hier dieses hier. Das hier sind meine 100%, die 150 Stück. Und was ich wissen möchte, ist, wie viel 5 Stück davon sind. Wenn ich 5 Stück habe, wie viel Prozent sind das denn? So, und jetzt muss ich wissen, welche Werte gehören zusammen erstmal, welche Werte kann ich hier gegenüberstellen.
Dazu versuche ich erstmal zu kategorisieren, also die 150 Stück, das ist mein Grundwert. Und die 5 Stück, das ist mein Prozentwert. Und gesucht ist demnach hier mein Prozentsatz, also P ist gesucht. Und wie beim Dreisatz muss ich jetzt erstmal feststellen, welche beiden Werte kann ich gegenüberstellen. Und dazu muss man sagen, dass bei der Prozentrechnung das recht einfach ist, weil ich habe immer einen Wert, also hier zum Beispiel die Zuckerstangen, die ich einem Prozentsatz gegenüberstelle. Also den Grundwert kann ich den 100% gegenüberstellen und den Prozentwert kann ich halt dem Prozentsatz gegenüberstellen. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel schreiben, der Grundwert 150 Zuckerstangen entspricht eben diesen 100%. Also nochmal, bei der Prozentrechnung habe ich immer auf der einen Seite Prozent und auf der anderen Seite den Gegenwert dazu. So, jetzt muss ich mein Ziel noch eintragen. Mein Ziel sind die 5 Stück und die 5 Stück sind eben, bezieht sich hier auch auf Zuckerstangen. Deswegen kommt mein Ziel auch auf die Seite von den Zuckerstangen hin. Da will ich hin. Und das, was ich wissen will, ist halt mein Prozentsatz. Und das weiß ich noch nicht. Und jetzt rechne ich, wenn ich diesen Ansatz einmal geschafft habe, rechne ich genauso wie hier bei dem Dreisatz auch. Ich will hier auf 20 Zuckerstangen kommen. Ich rechne also erstmal geteilt durch 5, um auf eine Zuckerstange zu kommen. Und dann mal 20, um auf 20 Zuckerstangen zu kommen. Das mache ich hier auch. Dann habe ich hier 6 Cent und mal 20, dann habe ich eben 120 Cent. Das gleiche kann ich hier natürlich auch machen. Ich rechne hier, weil ich hier auf 5 Zuckerstangen will, einmal geteilt durch 150. Dann habe ich eine Zuckerstange und rechne dann hier mal 5, um auf 5 Zuckerstangen zu kommen. Das muss ich hier natürlich entsprechend auch tun. Ich teile durch 150. Dann komme ich auf 0,6%. Und dann muss ich natürlich auf dieser Seite auch mal 5 nehmen und komme dann auf meinen gefragten Prozentsatz. Und das wären dann 0,6 mal 5, also 3,3%. Oder nicht 3,3%. Gut, ich hoffe, dieses Beispiel ist sofort klar geworden, weil wenn man den Dreisatz verstanden hat, geht es im Prinzip genauso. Ich muss halt nur darauf achten, welche Werte ich hier am Anfang gegenüberstelle. Und da habe ich immer auf der einen Seite hier eine Prozentzahl und auf der anderen Seite den Gegenwert von der Menge, die ich gerade betrachte, also hier Zuckerstangen oder Mehl oder Öl oder was auch immer. Jetzt kann es natürlich sein, dass nicht P gefragt ist, sondern ich kann entweder gegeben haben G und W oder G und P oder W und P und jeweils die dritte Größe muss ich berechnen. Und diese drei Beispiele gehe ich jetzt einmal kurz durch. Also ich habe zunächst die beiden Beispiele genommen, bei denen G hier der Grundwert jeweils gegeben ist. Also ich habe ein Paket Zuckerstangen mit 150 Stück. G ist gegeben und einmal frage ich nach dem Prozent und einmal frage ich nach dem Prozentwert, wie viel Stück, nämlich 5% entsprechend. Und wenn G gegeben ist, habe ich im Prinzip immer diese Aufstellung beim Dreisatz. Ich schreibe den Grundwert hin und die 100% als die beiden zugeordneten Größen. Und als Ziel schreibe ich jetzt eben entweder den Prozentwert hin, wenn in dieser Aufgabe wie hier die 5 Stück gegeben sind, oder ich schreibe als Ziel den Prozentsatz hin. Das wäre dann, wenn hier diese Prozentzahl gegeben ist und ich dann halt auf W aufrechnen muss. Ich mache das hier in diesem Beispiel noch einmal kurz vor. Das hattet ihr eben ja schon gesehen. Da könnt ihr gerne zurückspulen, wenn das noch unklar ist, dass es genau dieser Aufstellung hier auch entspricht. Aber jetzt für dieses Beispiel einmal. Ich habe also G 150 Stück. Das heißt, für G trage ich jetzt die 150 ein. Die entsprechen den 100%. Das ist immer mein Ansatz hier. So, jetzt trage ich mein Ziel ein. Mein Ziel sind diesmal 5%. Und deswegen trage ich mein Ziel auch auf dieser Seite ein, nämlich da, wo die Prozentzahl angegeben ist. Also 5%.
Und jetzt kann ich hier halt runterrechnen, geteilt durch 100, dann bin ich auf 1% und dann mal 5, da bin ich auf 5%. Das muss ich entsprechend hier natürlich auch tun und habe dann hier meinen Prozentwert ausgerechnet. Die dritte Variante, die noch fehlt, ist, wenn jetzt der Grundwert gesucht ist, dann muss ich im Prinzip diese Grundaufstellung einfach einmal nur tauschen. Ich denke, klar wird das am besten am kurzen Beispiel. Also, habe die Beispielaufgabe eben einmal umgeschrieben. Ich möchte wissen, wie viel Zuckerstangen ein ganzes Paket enthält. Also G ist gefragt. Und gegeben ist hier einmal der Prozentsatz und einmal die 20 Zuckerstangen, also der Prozentwert. Und jetzt tausche ich diese Gleichung einfach einmal um, weil jetzt ist W und P gegeben. Das heißt, meine beiden zugeordneten Größen sind 20 Zuckerstangen, die entsprechen 10%. Das sind die beiden zugeordneten Größen. Und jetzt will ich meinen Grundwert errechnen. Mein Grundwert sind Zuckerstangen. Das heißt, der Grundwert wird auf dieser Seite eingetragen, den weiß ich noch nicht. Und meine dritte Größe, die ich eintragen kann, da der Grundwert immer 100% entspricht, kann ich hier also auf 100% rechnen. Wenn ich das allgemein hinschreibe, diese Formel einmal umgedreht, steht da also der Prozentwert entspricht dem Prozentsatz und es wird zurückgerechnet auf 100%, was denn dem Grundwert entspricht. Diesen Ansatz zum Dreisatz habt ihr, wenn im Prinzip G gesucht ist. Gut, ich hoffe, das ist klar geworden, wie man ganz einfach mit Hilfe des Dreisatzes Prozentrechnung ausrechnen kann, wenn man jeweils im Text verstanden hat, welche Größen gegeben sind. Also ist das P, W oder G. Das müsst ihr gut einteilen können. Zum Schluss noch ein paar Fragen und eine kleine Aufgabe. Also hier noch ein paar Fragen zu den wichtigsten Dingen aus dem Video. Wenn du dir gute Notizen gemacht hast, solltest du die jetzt anhand der Notizen einfach beantworten können. Wenn nicht, schaue das Video bitte nochmal und versuche dann speziell die Informationen rauszufiltern, die du brauchst, um diese Fragen beantworten zu können. Und zum Schluss noch eine kleine Aufgabe. Räumungsverkauf bei Firma XYZ. Die Fahrräder werden um 15% reduziert. Das Fahrrad, was du dir ausgesucht hast, hat ursprünglich 560 Euro gekostet. Und die Frage ist, was musst du nun zahlen? Viel Erfolg dabei!